I see who you are my enemy, my enemy, you are my enemy. I see who you are my enemy, my enemy, you are my enemy. Lass uns weiter. Ich merke mal, uns ein bisschen genervt gerade. Wir hatten nicht so viel Zeit, um darüber zu reden. Der Oskar Kurkowski jetzt in dem sechsten und letzten Kampf, den ihr kostenlos auf YouTube bekommt. Leute, können wir nicht genug sagen für eure 99. Ja, können wir nicht genug sagen für eure 99. Ihr habt schon gesehen, was für Donner hier in Kämpfe hier. Ihr müsst euch das anschauen. Fight Pass auf german-mma.de. Aber wir haben jetzt Oskar Kurkowski, 27 Jahre alt, 182 cm, 72 Kilogramm schwer, vom GF-Team Paraiba Academy. Den zweiten Kämpfer aus dem Gym an diesem Abend bisher. Nicht zu vergessen, meine geile Mütze kriegt ihr im GMC-Shop. Oh ja. Opponent, standing at 1,65 m, weighing 75 kilograms, representing Team Celik, this is Haslam Celik! Adrian hat eine Energie, die lässt sich einfach nicht bremsen. Egal, ob da Replays laufen oder nicht. Ich sagte, Andy kann man absolut nicht bremsen. Obwohl ich habe Antworten im Chat, der Eimannskampf wird leider nicht stattfinden. Aber die Energie von Andy kann definitiv nicht ausgehalten werden. Ah, das Finale hier for free auf YouTube, lieber Chat. Oskar gegen Haslam. Ja, Haslam auch schon zum zweiten Mal hier. So, ist ein K1-Fight, falls es mich aufgefallen sein sollte und ihr auch so spät zu nah seid wie ich. Ja, das ist als Kommentar. Oh, super Head-Movement von Haslam. Oh, wow. Schön die Blätten nach vorne hier und er geht wieder raus, dann geht er wieder rein. Klasse. Ja, unglaublich, schon zu Beginn oh, hier. Ah, ja, musste Oskar auch aufpassen hier. Ja, der Haslam, der nimmt definitiv... Geht auch gar nicht für den Clinch, sondern will schön aus dem Nahbereich arbeiten. Ja. Mein Gott, was eine Energiebündel, ja? Ja, der hat, glaube ich, kurz den Superman-Punch da gesucht. Aber der wurde abgefangen da mit dem Bein. Bisschen sehr viel Initiative. Der läuft rein wie ein Biest. Ja, auch er muss die Distanz überbrücken. Macht er ja vollkommen richtig. Da, da war der Highkick. Der ist gefährlich. Der Oskar ist gefährlich da, vor allem mit wie lang seine Beine sind. Da kann er ihn ganz gut fangen hier. Ja, ich glaube, Oskar ist noch ein bisschen gerockt vom Adrenalin. Der atmet da mit offenem Mund und die Beine bewegen sich ein bisschen langsam durch die Luft. Ja. Ja, jetzt doch. Er muss doch in den Kampf reinfinden. Wird ein bisschen überrumpelt vom roten Haslam. Ja. Einen schönen Körper am Bearbeiten ist. Was auch gut ist, da hast du den Druck oben. Stellst den ganzen Druck auf den Gegner die ganze Zeit. Ja, wie lange kann er diesen Druck aufrechterhalten? Das ist die Frage. Da kommt dann der Cardio. Krass, der nach oben springt, um ihn richtig eine rein zu... Au! Hey, er macht ja Moves in der Street Fighter. Crazy. Es, wie wenn man UFC zu Hause spielt. Ja. Alle Knöpfe drückt auf einmal. Aber bei ihm läuft es richtig.
Ja, Känguru, der Hassan. Wow. Kängurus, wow, definitiv Mann, eine gute Beschreibung dafür. Ey, wenn er das mit drei Runden noch weiter so machen kann, dann vollkommenen Respekt. Da sehen wir, ganz aktiv die ganze Zeit. Der YouTube-Chat sagt Känguru. Ja, ja. Das ist schon eine krasse, ja, das ist schon eine krasse Nummer. Schau mal. Heiliger Mann. Und hier kommt's. Boah. Und du weißt einfach nicht, was kommt. Spin to win, baby. Und das ist das Schöne. Spin kommt der Kick direkt weiter mit dem Punch. Unglaublich da. Krasser Typ, Alter. Wie gesagt, wenn er das... Ja, aber Oscar kriegt jetzt von einem richtigen, erfahrenen Coach hier die richtigen Ansagen. Jetzt wird's besser. Jetzt wird's definitiv besser. In diesem K1-Fight. Dreimal zwei Minuten. Wenn geklincht wird, dann dürfen nur ein Knie gesetzt werden. Ja. Dann muss man lösen. Jetzt sind wir den Kick. Ja, halt ihn auf Distanz. Du hast die längeren Arme und die längeren Beine. Lass uns ja, das genau. Und mit dem Drehen draußen gar nicht anfangen. Er muss da den Reach, den Wingspan oh nutzen. Oh mein Gott. Ja, der Oscar kann viel mehr Distanz da mit seinen viel längeren Beinen und Armen. Einfach nach vorne. Korrekt. Ja, geht. Einfach nach vorne. Alles für die kleinen, dicken Digga. Oh, wow. Oh. Ganz Konterschlag. Jetzt ist Hassan ja, nicht geschützt. Hassan ist jetzt wow, gut. Wow. Der Kick auch schön ausgedrückt. Ah, unglaublich hier. Und jetzt... Wieder ganz direkt nach vorne. Unglaublich, all diese Kämpfe bisher. Wieder ein Knie Richtung Gesicht. Ja, der Alonso ist oben drauf auf der Situation. Jetzt geht's weiter hier. Ja, es ist natürlich auch Gefahrenzone, wenn man die ganze Zeit mit seinem Kopf da unten rumwuchtelt. Heiliger Wimpern. Aber er kann das Tempo echt noch aufrechthalten. Also ich bin begeistert. Ja, ich bin auch begeistert. Ist bisher jetzt fast 4 Minuten in diesem Kampf. Oh, guter Dodge. Wieder wow, gut gedodged da. Ausweichen auf 100 geskillt, Mann. Ja, die Kopfbewegung. Ducking and weaving, baby. Ducking and weaving. Ducking and weaving, richtig. Wow. 2 Minuten Vollgas. Nice, Mann. Nice. Eine Runde noch. Wenn er noch die dritte Runde Vollgas macht, da hole ich ihm ein Bier. Das hat er sich verdient. Ja, Leute, lieber YouTube-Chat, der Eamon ist leider raus heute. Also wir haben das nachgereicht bekommen. Normalerweise wären 7 freie Kämpfe auf YouTube. Es sind leider nur 6, dem Eamon und seinem Gegner. Da ist was nicht richtig. Ja. Keine Ahnung, woran es liegt. Mehr Infos habe ich leider auch nicht. Ja, und für die wir Frage, wann Malte kämpft? Geredet. Kampf 9, ach so, da sind wir. Kampf 9 ist Malte, Eimann fällt leider aus. Da like, share, subscribe, Freunde. Ihr seid jetzt auch in der Sendung. Sag Hallo, Chat. Ja, sagt Hallo zu euch selbst jetzt, Chat. Dann weiter geht's. Runde 3. Runde 3. Da waren echt richtig gute Highlights jetzt in den ersten beiden Runden. Ja. Boah, danke, Mann. Noch, ja, unglaubliche Kopfbewegung. Ja, die Single X, da will er hin, aber... Oh, Vorsicht, der war unter der Lücke. Unfassbar. Der geht weiterhin nach vorne, als ob es Runde 1 ist. Unglaublich. Ja, diesmal wurde er gefangen. Es bleibt spannend. Wow. Er kommt wieder angerannt. Oh ja. Er lässt einfach keine Pause, ist die ganze Zeit in Bewegung. Sucht immer den Nahbereich.
Und auch im Nahbereich hat er gar keine Deckung am Kopf. Ne? Also, juckt ihn gar nicht. Jetzt, wenn er was ankommt, würde, es kommt einfach nicht mit der Kraft an, die ihn anscheinend beeindruckt. Ja, das siehst du. Ich glaube, langsam spürt er den Tempo. Superman-Punch. Oh, Tornado direkt in den Körper! Zur Mitte! Der Junge ist wild! Ja, den hat er gemerkt, man sieht's. Man sieht's. Jawohl, Hassan hat Fancy in der Arena. Ja, der Kick hat gedonnert und jetzt. Nachsitz. Ja, aber sportlicher Umgang miteinander. Das ist noch 10 Sekunden vor Ende hier. Wow. Nice, Mann. Der Junge hat einen Benzintank. Das. Was? Der hat einen vollen Tank. Fight. Leute, was für ein Fight. Unglaublicher Fight. Das sind jetzt, das war jetzt der letzte Kampf, den wir kostenlos auf YouTube ausstrahlen. Für den Rest muss man abonniert sein bei dem Fight Pass. 4,99 €, Leute. Yeah, what a fantastic fight. These two gladiators gave it everything they had. And who won the fight? At the end of the day, this was decided to be a draw. And we return to this great night of action. See you soon. Sehen wir die Replays. Tornado Kick wie direkt. Wunderschöne Arbeit von Hassan. Wunderbar. Unglaublich. Klasse. Ich war mehr drin als das Heben der Hände. Also wirklich.